Trinken sofort absagen. Ich sage nur, Backstreet's back, all right. Und da sind sie. Oh, hi, guys. Hello. 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 Hallo. Wie geht es euch? Ihr habt gerade eine Wahnsinnstour hinter euch, fast hinter euch. Deutschland ist schon abgehakt. Wie fühlt ihr euch jetzt? Incredible. Great. It's a great tour, great crowds, great turnout. Thank you guys for coming. We hope you had a good time. We did. Das war ja nun irgendwie eine Riesenveranstaltung. Es war das erste Mal, dass eine Boygroup so ein großes Open-Air-Konzert macht. Es wird wahrscheinlich schon ein Unterschied sein, auf so einer großen Bühne zu stehen, vor 40 oder 50.000 Leuten. Ein Unterschied zur letzten Tour bestimmt. It's incredible. Like I say, the rate, the amount of success that we've had here in Europe within the last, I'd say, year and a half has been incredible. I mean, when we started here and just did the small stadium tours to where we are today, like I say, is very... very overwhelming, and like I say, it's kind of weird, like you say, not too many other groups, like you say, like us, have really done that, so we feel, you know, a big accomplishment by that. Mm-hmm. Ich habe euch gesehen, und zwar bei der Eröffnung, bei eurem ersten Konzert in Hannover, und ganz am Ende, als oben Wahnsinnsfeuerwerk war, habt ihr allesamt nach oben in den Himmel geguckt, und ich möchte gerne mal wissen, was ihr da gedacht habt. We knew what was going to happen, but during technical rehearsals and everything, you didn't want to really waste all of what you had just for an afternoon rehearsal. So It was kind of saved until it was dark and, you know, something special, I guess, for us as well as the fans that came out for the first time. So that's why we were looking up just in feeling of accomplishment, like, wow, you know, we did it and it went really quick and now it's over and I wish we could do it all over again. So. But we get a chance. Wie lange habt ihr eigentlich geprobt? Hattet ihr überhaupt richtig Zeit, euch vorzubereiten, oder habt ihr das eben so eingeschoben? Gab es richtige Proben mit Durchläufen oder nur immer einzelne Teile? Nope. Not really. Actually, the first show we did was basically, like Brian was saying, a technical rehearsal. Oops. And it went really good. Surprisingly, we were really nervous. It's the biggest crowds we've ever performed in front of. So. But things went smooth, and yeah, so. I think it was also the first time we actually got to use some of the pyro for the first time. Mm-hmm. When we did it, so it was really scary. Ich habe mich auch erschrocken. Wie ist das eigentlich? Jetzt habt ihr hier ein riesen Wahnsinnspublikum, 40, 50.000 Leute. In Amerika, habe ich mir sagen lassen, macht ihr bald eine Blitztour, und da sind es 2.000 Leute ungefähr nur. Das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied. Wird das jetzt komisch für euch werden? It's kind of like we're starting over every place that we go to. I mean, just like how it was here when we came over a year and a half ago, and we went over to like Southeast Asia and to Canada. Every place that we went to, it was like, you know, we had the whole, you know, redo the show like the first time we were out. And so that's what's probably going to happen in America. We're going to probably go back to our first show that we did here in Germany a year and a half ago. Mm-hmm. And, but it's going to be, you know, a little bit different because obviously the album in America has some different songs that are not on this album here or on the last album. So we'll have some work to do for that tour also. Wie ist das überhaupt passiert in Amerika? Muss man sich das so vorstellen, dass ihr irgendwie über Nacht da berühmt geworden seid? Hat irgendein DJ euer Tape gespielt, oder ist das langsam passiert? They were actually quit playing games before it was released. Some of the DJs across the US, because they had heard about our popularity in Europe and in Canada. And a lot of it came down from Canada, like from Chicago, because Chicago's so close to Canada. It came down into Canada and to Detroit and to Washington and, you know, from Canada. So that helped. And then from there, everybody jumped on it. And it's been now number three for like 7-8 weeks. So. Wow. Das klingt nicht schlecht. Seid ihr jetzt eigentlich irgendwie nervöser, wenn ihr in Amerika... Wenn ihr in Amerika seid, wenn ihr plötzlich auch erkannt werdet, ihr könnt nicht mal eben so zum Basketballcourt rennen und rumspielen, erkennen euch da auch die Leute auf der Straße und kreischen und schreien, oder ist das noch nicht so? Well, when we go home, most of the time, you know, we try to do as much as we can, but we're hopefully things are gonna turn out the way it is here. I mean, we'd like that, but I think we'll probably change our minds after a little while too. When we're home, we usually can go out and do anything and everything, but not in Orlando. Orlando's like the biggest tourist place in the world.
Oh, dann ist wahrscheinlich schon halb deutsch. Wenn ihr jetzt in Amerika so groß und berühmt seid, müssen dann die deutschen Fans Angst haben. Vielleicht vergesst ihr uns hier und tourt nur noch da drüben und macht immer größere Touren dort und dann irgendwann kommt ihr gar nicht mehr nach Deutschland, oder wie? No, we'll be back. Yeah, we'll definitely be back. We'll always keep on coming Somehow. Back. Yeah. Versprochen. I mean, this is, we you realize promise? That Germany was one of our first places that made us who we are. Wow. So we don't forget our loyalty. Like just, we're not going to probably be able to be over here as much as we'd like to, as we were last year, but, you know, we're trying to get to every place, but we'll be back. Das ist doch ein ordentliches Versprechen. Okay, wir machen kurz weiter mit dem Video der Woche und dann sind wir zurück bei den Jungs. Bis gleich. Noch immer könnt ihr an der Wahl zum Video der Woche teilnehmen. Greift zum Telefon und ruft jetzt an. Für die neue Version von Mark Owens' Song I Am What I Am wählt ihr die Nummer 0137 449 41. Diva Mariah Carey hat wieder einen Hit produziert. Für ihren Song Honey wählte die 0137 449 42. Das Zeitalter der Liebe hat für Scooter begonnen. Ihren Song The Age of Love wählt ihr mit der 0137 449 43 zum Video der Woche. So, und da sind wir schon wieder. Und jetzt wollen wir mal sehen, was die Jungs so grimassentechnisch drauf haben. Wir haben ja unseren Mr. Bean-Aufruf heute in der Sendung. Und den mache ich doch mal eben hier. Okay, you start. Or you. Okay, Nick? Yeah, that hurt. Start with Adrian. No, you go ahead. Oh mein Gott, stellt euch nicht so an. Los. I'll just look at you, there you go. Das ist schon hässlich genug, meint er? That is an ugly face, you mean? Look, come on. Come on, new one. Ich will fiese Grimassen sehen. Try to think what Mr. Bean does. Kevin. Aha. Howie? Nick. Der drückt sich. Ich come on. Genau. Come on, Nick. Hurry up, buddy. You okay? Oh Gott, er hört nicht mehr auf. Da fällt mir was ganz anderes ein. Ich habe da was gelesen und zwar soll ja angeblich der Nick jemanden besonders nett finden und zwar die Emma von den Spice Girls. No. Aha. They. Oh my goodness. They asked us. They always ask us the question. Which Spice Girl do you like? So I said, oh, Emma. Just out of just like saying if anybody, you know, is Emma. Dachte, da kommt mehr. Gibt es denn irgendwelche anderen interessanten Geschichten? Nein. No. Nein? Nein, 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 nein. Sie wollen nicht. Gibt's da denn jemanden? No time is there for love life. To no love life. It's terrible. No time. Not enough love life. It's terrible. Wenn Sie nun keine Zeit für love life haben, dann haben Sie aber trotzdem Zeit für As Long As You Love Me. Das ist nämlich die neue Single. Worum geht es denn da eigentlich? Das ist ja nun ganz offensichtlich ein Liebeslied. Was singt ihr denn Nettes? I think the meaning of the song is just, well, it's, I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. It's just like, I think it's putting all material things aside, just loving someone for who they are, not, you know, what they have or what they can give you, but just loving somebody for who they are. Wow. Which is what we're always looking for. Oh, no. Das we'll sing, oh, Gott, nicht we'll weinen. Sing. Solange Sie weinen, kann ich schnell weiterreden. Ich werde Sie mal eben fragen, ob Sie nicht ein bisschen für uns singen können aus der neuen Single, As Long As You Love Me. Vielleicht ein bisschen a cappella, die Herren? Sure, sure. Ja? Ja. Okay. I don't care who you are, way up from. What you did, as long as you love me, who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me, who you are.
baby. Damn, girl. Das war so schön. Ich muss weinen. Thank you, guys. Und es geht auch gleich nett weiter. Wir waren nämlich beim Videodreh dabei. Da gibt es bald noch einen großen Beitrag drüber. Aber jetzt schon mal einen kleinen Vorabbericht vom Videodreh As Long As You Love Me. Der Videoclip handelt von uns fünf Jungs. Wir laufen hier in ein altes Lagerhaus, um unsere Musik vor fünf wundervollen Girls zu spielen. Die Mädchen haben aber eine Fernbedienung und können damit ihren Lieblings-Backstreet-Boy so verändern, wie sie ihn gerne hätten. Am Ende übernehmen wir aber die Power und werden dann alle happy. Die Jungs werden von den gecasteten Mädchen im Laufe des Clips in verschiedene Outfits gesteckt und führen in diesen verschiedene Choreografien vor. Irgendwann gelingt es Nick, Howie, AJ, B-Rock und Kevin, die Fernbedienung zu übernehmen. Und ab dem Zeitpunkt verändern sie ihre Lieblingsgirls, wie sie wollen. Natürlich nur im Videoclip. Privat lief nichts. Alter Schwede, das sah ja ganz schön kompliziert aus. Ich habe selbst mal so eine Stuhlchoreografie gemacht. Ich persönlich bin dauernd runtergefallen, weil ich nie rechtzeitig da war, wo ich hin sollte. Wie war das denn so bei euch, als ihr das geprobt habt? Pinched a lot of fingers. Or fall off of it like I did in rehearsal. The chair choreography was something that that we had never done before, mm-hmm. and we thought you know it would be nice to do. We also have a hat routine that we do in another song, mm-hmm. but the chair routine was something. Kind of off the wall, just for the fact that we've never done anything with chairs before, and we've always liked, you know, that type of attitude or something to do besides singing or actually dancing on stage. So it was interesting. I mean, Howie was mentioning we pinched a lot of fingers and mm-hmm. and doing a lot of stuff. We hurt ourselves many times. I fell right off mine. Oh well. Okay, und das war noch nicht mal alles vom Sport. Jetzt kommt erstmal der Megapreis. Allerdings kommt gleich unsere große Backstreet Boys Sportecke. Die Jungs werden nämlich Basketball spielen. Bleibt ordentlich dran, gell? Von Bravo TV. Wir finden uns direkt auf dem Center Court, auf dem Basketball Center Court. Um mich herum stehen die Backstreet Boys. Gleich werden wir spielen. Vorher noch ein paar kurze Fragen an das Team. Am Mittwoch spielt ihr ja Basketball und zwar in Berlin. Die Charity-Geschichte, da werden wir auch von berichten übrigens. Ich werde dabei sein. Wie ist das denn eigentlich zustande gekommen, das Ganze? Well, we all love basketball a lot, especially Brian and Nick. And we thought it'd be a good way to raise some money for charity, mm-hmm. For Hand in Hand, for children. And what a better way to do it than have fun, play some games, play some sports. Other artists involved. I was just saying it's a good way to get all of the artists together and it'd be a, you know, a big community thing. Aha. Ich habe ja gesehen, dass die Jungs hinter der Bühne auch selbst einen Basketballkorb aufgebaut haben. Also scheinen mir wirklich riesige Fans zu sein, oder wie? It's just like a stress reliever. It's like another part of my life, you know, sports and athletics, I think. Just as Kevin plays football, AJ played basketball as well, and Howie, you know, he like does water sports and all kinds of different things to, you know, just kind of relieve and just break away from the normality of life and do something fun. Das sagt ja so, da wollen wir doch auch mal sehen, ob es funktioniert. Ich wünsche mir, dass in dieser Sekunde ein Ball in Brians Hand erscheint. Und da ist er schon. Okay, wir fangen an. Ich würde mal sagen, mit Freiwürfen. Hm? Der ultimative Backstreet Boys Basketball-Test fängt jetzt an. Test. Bitte schön. Yes, jetzt geht's. Right.
God went back again. Yeah, what? Das ist ja folgendermaßen. Bei diesem Spiel gibt es ja zwei Teams, hauptsächlich aus Backstreet Boys und NSYNC. Durch Auslosung ist es so, dass fast alle Backstreet Boys in einem Team sind und NSYNC auch, bis auf AJ und Lance, die sind sozusagen ausgetauscht. Wie fühlt man sich denn so als Außenseiter? Well, wasn't my choice, so, I mean, we're gonna have fun, it's gonna be a really good game, but we're gonna kick some butt. We're gonna win. Don't worry, y'all, we're gonna win. Das werden wir sehen. Ihr habt noch was mitgebracht, und zwar das Geschenk der Woche ist ein super Basketballkorb. Oder noch nicht ganz, gleich ist es einer. Tada! Ah. Den könnt ihr ja noch mal eben unterschreiben, nicht wahr? Wenn ihr dieses Geschenk der Woche gewinnen wollt, dann schreibt ihr an RTL 2 Bravo TV, Stichwort Geschenk der Woche, Kennwort Backstreet Boys, Postfach 901063 in 81510 München. Viel Glück wünsche ich euch. Während die Jungs das hier unterschreiben, habe ich noch was, und zwar die Kappen von Litchi aus Buxtehude. And she gave it to me and she wants me to give it to you and I think they're great. Look at that. AJ, that's for you. Oh, cool. That is B Rock. Wow. Put it on. Like that. We have Howie. Sweet bean. We have That's Nick. Nick. Chicago Bulls, and we have Kevin. Cool. There we go. Dankeschön. Thank you. Leider war es das schon wieder mit den Jungs. Gerade wo es nett wurde, aber es ist ja meistens immer so. Jetzt kommt noch unser letzter Beitrag, und der handelt von Coolio. You guys like Coolio? Yeah. Huh? Yeah. You do? Aha. When you get there. Da haben wir es doch. Was sagt übrigens die deutsche Plattenfirma zu Coolio, bevor er aus Amerika abfliegt? See you when you get there. Wir haben Coolio live on stage gefilmt und den zeigen wir euch jetzt. Und die Jungs sagen alle tschüss. Say bye, guys. And it's just like I say, it's